Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Total War 2 mit den Seleukiden. Und nein, ihr habt kein altes Video aus Versehen angeklickt oder ich habe aus Versehen ein altes hochgeladen. Es ist halt schon wieder hier und es ist schon wieder gegen Armenien und es ist eigentlich, es sind immer die gleichen Armeen so. Und naja, gut. Da bekomme ich ja vielleicht ja wieder ein bisschen Geld. Oh wow. Ja, letzte Runde, ne? War es erst. Das sieht man, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, das kann man ein bisschen erkennen. Wie mache ich es denn dann? Ich würde wahrscheinlich von hier die Elefanten und hier Elefanten und die Kataphrakte mache ich dann stattdessen hier hin. Ich glaube, so machen wir es. Weil die da werden nicht mehr viel aushalten. Werden eigentlich nichts mehr aushalten. Wollt ihr mal losgehen? Ich frag nur für einen Freund. Unser General wird angegriffen. Ja, jetzt haut er schon die Brandpfeile raus, ne? So ein Arsch. Hier. Mach hier die Klappe zu. Ihr könnt Pfeil noch weiter reingehen, ne? Nur so als Information, als kleine. Geh hier rein, bitte. Gut. Und dann schauen wir mal, was die Elefanten so machen. Die Steinschleuderer nerven. Da wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn die mal freikommen. Ich nehme mal den einfach und mach das hier. Nein. Eigentlich könnte ich hier auch reinchargen, aber ich will den Fernkämpfer hier weg haben. Der ist momentan
glaube ich, der gefährlichste für meinen General. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ach, ernsthaft? Der ist jetzt hinterher? Was für ein Penner. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Mal bitte schneller hier. Wir gehen jetzt mal dahin. Die Plänkle, also die berittenen Bogenschützen sind so einfach nur übelst nervig. Übelst nervig. Gepanzerte Elefanten! So, seid ihr mal fertig hier? Das, was ihr macht, ist voll unnötig. Das ist voll uninteressant. Wir brauchen euch eigentlich hier. So, jetzt aber. Einfach weiter, einfach weiter. Und ihr einfach so weiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Eieiei. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ja, ist ein schändlicher Angriff. Das ist schon ein bisschen was anderes hier jetzt. Unser General ist gefallen. Das ist definitiv jetzt was anderes. Gepanzerte Elefanten. Schade. Der Elefant war wirklich gut. Eine unserer Einheiten ist der Wasser. Wollt ihr mal bitte, weil. Eieiei. Sind echt dumm wie Stroh. Und vor allen Dingen, was da extrem nervig war. Oder extrem nervig ist, hier das da. Wenn die alle wanken oder halt fliehen, aber also beziehungsweise gebrochen sind, aber dann nicht. Also schau, die sind alle wie dumm ist das denn? Die sind alle gebrochen, aber sie wanken die nicht. Wendet sich zu unseren Gunsten. Oder sie sind nicht, sie laufen nicht weg. Nein, sie laufen weg, aber sie können sich halt wieder fangen. Eieiei, Alter. Also das war ein heftiger. Uiuiui. Ja, zwei Elefanten sind tot. Tja. Das ist natürlich nervig. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Okay, also Edessa wird auf jeden Fall fallen, wenn die Orangenen. Wenn die Orangenen, mir fällt immer der Name nicht ein, wenn Atropea, wenn die angreifen, fällt das definitiv. Was machen die denn da? Okay, hier sind jetzt die Rebellen. Ja, nun. Das Beben ist so lahm. Die sind so langsam, das ist echt krass. Okay. Ich gehe trotzdem jetzt dahin und lass die, glaube ich, einfach sterben. Also einfach sterben lasse ich sie nicht, aber mache auch nichts dagegen. 78, das reicht mir. Alter. Der hat jetzt nicht wirklich. Ich muss mir echt angewöhnen, bevor ich sowas automatisch mache, zu speichern. Der hat mir jetzt die da einfach nur platt gemacht. Was ist denn das? Alter. Never ever again hier. Die hat mir einfach einen Zweier Gold Streitwagen platt gemacht. Die KI ist manchmal echt sehr, sehr, sehr dämlich. Okay. So. Gut. Na gut. Also hier sind die Rebellen, die lasse ich erstmal da. Ich muss versuchen, die rauszutreiben. Das ärgert mich wieder so. Da kann man, glaube ich, verstehen. Gut, Moment. So, da bin ich wieder. Kurzer Cut. So. Dem bin ich laufen. Minus 1600 haben wir halt, ne? Das ist echt ärgerlich. Die da werden jetzt fallen. Es sei denn. Ich mach das da. Ist ja egal, ob wir jetzt minus 1700 oder minus 2000 haben. Wir haben so oder so Probleme. Alter. Die sind teuer. Okay. Ja. Schatzkammer ist wieder mal leer. Aber minus 2200, das ist halt, das ist krass. Nein. Lass doch die in Ruhe.
mache ich jetzt automatisch, weil so viele das hätte ich mit der besten Strategie nicht bekommen. Okay, jetzt kommt er mit galaktischen Legionären und Schwertkämpfern. Das ist ja schon ein bisschen was anderes. Vor allem, weil ich jetzt hier so. Alter. Was hat er mit. Was hat der mit meinen. Mit meinen Dingern hier gemacht. Mit meinen Streitwagen gemacht. Alter Schmiede. Der hat es auf jeden Fall relativ krass verkackt. Bürgerkavallerie. Nun. Wie kann ich das jetzt noch gewinnen? Befehle! Wir erwarten eure Befehle! Streitwagen! Ja. Ja, ist ein Streitwagen, das stimmt. Wie lächerlich. Leichte Kavallerie, das ist wenigstens vertretbar. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Warum? Also irgendwie ja okay, es sind nicht gepanzerte. Also dementsprechend sind die ein bisschen schlechter. Offensichtlich. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So. Okay, Kavallerie schnell weg da. Und lass mal die Elefanten noch rein. Lass mal die Elefanten machen. Wenn sie wollen. Also ist kein Zwang. Also wäre lieb, wenn ihr das machen würdet. Aber wie gesagt, also ihr müsst nicht. So, und ihr schießt hier hin. Hast du keinen Bock? Der General. Ey, einfach so. Ja, naja, da vorne tobt die Schlacht, aber irgendwie fühle ich es nicht. Ich fühle es einfach nicht. Gepanzerte Elefanten!
Eieieiei. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Zu euren Diensten. Elefanten, bereit! Leichte Kavallerie! Oh. Und jetzt macht sie platt. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Entschuldigung, weil ich hab gerade was am Handy nachschauen müssen. So. Gut. Also sowas ist immer so schmerzhaft, wenn so krass hohe Tiere, sag ich mal, also krasse Einheiten, die halt so Gold 2, 3, 4 sind, 3 ist das manchmal, 2, 3 sind oder sogar Silber 3, wenn die dann ja sterben wegen so einem Schmarrn, das tut gut, wegen so einem Schmarrn, oder wenn die ganze geile Armee dann zum Gegner überläuft. Das ist halt auch immer sehr nett. Ja, 680 der eine und 602 der General. Wahrscheinlich am Schluss, als sie sich nicht mehr gewehrt haben. Der kam ja so am Schluss so, ja, gut. Lass ich mal frei. 1000. 1000 nehmen wir gerne, wenn wir schon minus 3000 in der Kasse haben. Ist halt illegal. Ja nun. Ich versuche mal die da, also der, auf die werde ich nicht so schauen. Wäre, glaube ich, ganz, also wäre nicht schlimm, wenn die sterben. Ist halt ein bisschen brutal, das zu sagen, ne? Ein bisschen. So. Elefanten. Wir kommen hier hin. Katafrakte kommen hier hin. Wieder kommen dahin. Sollen die Elefanten frontal hin? Ja, der da vielleicht nicht. Den tue ich mal hier hin. Die gehen dahin, die gehen dahin. So. Ist das schwere Kavallerie? Sehr schwere Schockkavallerie. Oh, krass. Ihr dürft auch schneller. Super schwere. Ey, die sind so super schwere Kavallerie. Okay. Banken. Ja, das passiert schon, ne? Aber ich mach jetzt schon mal zu. Ja, komm. Die ignoriere ich einfach. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Unser General wird angegriffen. Elefanten bereit! So.
eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Du da, du da. Du da. Das hat ja jetzt ein bisschen. Das ist echt blöd mit den. Mit den Fernkämpfern. Ich hab euch eigentlich befohlen da. Oh Gott. So, bitte angreifen. Danke. Tja, nun. Ich werde das nicht gewinnen. Weil die zu denen gehen. Eure Befehle, mein Herr. Weil die zu denen gehen, die sie nicht angreifen. Das wage ich doch grob anzuprangern. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nee, gar nicht mal. Das ist einfach nur dumm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schon wieder kein Bock hier. Ah ja, das ist eben das, was ich auch die ganze Zeit sage. Das ist halt die Stärke der östlichen Fraktionen. Sie sind schnell, sie sind wendig, sie sind nervig. Und sie können halt sehr, sehr gut nerven. Nee, also sie können halt. Sie können halt sehr, sehr, sehr gut große, schwere Einheiten einfach nur ausspielen. Das mussten die Römer auch schon, das mussten die auch schon akzeptieren, dass sie da nichts gegen haben. Das Einzige, was die Römer früher dagegen machen konnten, war, dass sie Pufferzonen oder also Satrapien und Klientelkönigtümer, heißt es so? Ich weiß es nicht. Ihr wisst aber, was ich meine. Die haben das die Schlacht wendet sich zu unserem Gunst. Quasi geschafft, damit mit so Pufferstaaten konnten sie da auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad dagegen halten gegen die Parther, also Parthien. Ich dachte gerade, der hat meinen kompletten Elefanten Ding kaputt gemacht. Eieieiei. Die Elefanten halten aber schon ganz gut aus, aber die. Ja. Aber jeder findet mal seinen Meister, so ungefähr. Die ganze Kavallerie ist tot. Die da hatten ja auch nur noch, keine Ahnung, Mühe. Sehr wenig. Ach, und da kommt schon die nächste. Ach, wie schön. Die 501. Momentan sterben die echt wie die Fliegen. Chance, Kinder zu bekommen.
Ja, naja. Ja, nun. Bankrott, ja, ich weiß. Neuer Anführer. Ein starker Mann übernimmt die Rolle eines Anführers. Mir gehört sein Herrscher. Natürlicher Tod. Okay. Wohin geht er? Der hat echt keinen Plan, ne? Okay, speichern. Weil ich wette, mit dieser Armee kann er auch irgendwie. Gut. Wenigstens. Okay. So, das ist schon mal gut. So, ich sag mal da hallo. Ja, was soll ich damit machen? Der kommt jetzt nächste Runde auch schon wieder mit denen. Ich könnte mich davon auch komplett zurückziehen. Wäre halt blöd. Also wäre halt nicht ganz so optimal. Hier kommt schon wieder Galatien. Wie sieht's mit der. Ja, sieht nicht so gut aus. Also momentan sieht es richtig, richtig schlecht aus. Und jetzt kommen die da auch. Puh, also ich wusste, dass es schwierig wird. Mit der Kavallerie, also mit der Tier-Challenge. Aber so krass hätte ich es, wenn ich ehrlich bin, nicht gedacht. Also. Das Problem ist halt auch, dass die nicht mehr rekrutieren, beziehungsweise dass die nicht mehr sich heilen werden, weil ich halt kein Geld mehr habe. Dann war das da wahrscheinlich die falsche Strategie, hier runterzugehen. Ich hoffe, nächste Runde kann ich wenigstens einen von beiden ein bisschen auf den Popo hauen. Okay, also. Nächste Runde wird der das da einnehmen. Jeder weiß nicht, ob die es wagen, hier anzugreifen, aber könnte schon sein. Und sonst, die da werden wahrscheinlich weglaufen. Dann werde ich mit denen versuchen. Ich muss eigentlich mit denen versuchen, jetzt hier so diese Runde zu machen und wenigstens eine Provinz zu haben, damit ich ja wenigstens ein bisschen Geld habe. Mit denen werde ich dann auch probieren, hier meine Städte wieder einzunehmen. Die Frage ist, also wenn das da gefallen ist, dann ist halt alles offen Richtung Antiochia. Uiuiui, es wird auf jeden Fall sehr spannend noch. Könnte versuchen, mit in der dann anzufangen, feindliche Agenten auszurauben und Geld davon zu, also Geld zu stehlen. Müsste ich eigentlich machen. Ja, er versucht es tatsächlich.
Oh, okay, Athen. Athen hat es wirklich versucht, ne? Ist das mir egal? Adelsschwertkämpfer, ein Abitäische. Ja, komm. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Runde. In der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt. Ihr könnt mal, wenn ihr Lust habt, also müsst ihr nicht. Ihr könnt mal abstimmen oder wetten. Ihr könnt mal wetten, wie lange ich aushalte. Also ob ich das noch gewinnen kann. Ist natürlich auch immer so die Frage. Oder ob ich verliere. Oder also ob ich das abbrechen muss. Und was mich interessieren würde, wollt ihr, dass ich das quasi so spiele, dass wenn ich verlieren würde, dass ich dann neu lade oder dass ich entweder neu anfange, neuer Versuch oder dass ich halt die Challenge dann als gescheitert ansehe. Also könnt ihr mal schreiben. Würde mich mal sehr interessieren, weil ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, was am coolsten irgendwie wäre. Ob ich dann wirklich so sage, so ja, ich hab's versucht, ging nicht, oder ich war zu schlecht, oder keine Ahnung, habe schlecht gespielt, oder dass ich neu anfangen soll, oder halt neu laden. Müsste ich halt einen Ladepunkt finden, der, wo es noch nicht so schlimm war. Naja, könnt ihr ja unten schreiben und wetten, wie viele Runden ich noch überlebe. Oder nicht wie viele Runden, sondern zu welcher Jahreszeit. Das können wir ja. Oder welches Jahr. Bis zu welchem Jahr ich überlebe. So. Wäre mal interessant. Ich weiß ja gerade gar nicht, welches Jahr wir haben, aber ja. Könnt ihr ja nochmal zurück switchen. Genau. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war trotz allem amüsant zu sehen. Keine Ahnung. Ich war teilweise sehr genervt, aber ja, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt konnte man es auch irgendwie verstehen. Naja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.